In Idios können Sie für Ihre Videoprojekte eine professionelle Audiomischung durchführen. Je nachdem, wofür Ihr Film bestimmt ist, sollte er an einem bestimmten Richtpegel angepasst werden. Fernsehanstalten verlangen dafür eine professionelle Audiomischung nach dem R128 Standard der European Broadcast Union, kurz EBU. Der Standard stellt sicher, dass die gesendeten Programme alle eine vergleichbare Lautheit besitzen. Die Lautheit stellt eine psychoakustische Größe dar, sie spiegelt also das menschliche Lautstärkeempfinden wider. Nach dem R128 Standard wird der Durchschnittspegel eines Films gemessen. Einzelne Abschnitte können also durchaus leiser oder lauter sein. Damit Sie Ihren Film nach R128 abmischen können, benötigen Sie die Funktion Lautstärkemessung. Diese ist standardmäßig in Idios Workgroup 8 enthalten. Während in anderen Schnittprogrammen die gesamte Timeline in Echtzeit abgespielt werden muss, kann in Idios der Wert auch ohne Wiedergabe gemessen werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Sequenzdatei im Bin und dann auf Lautstärkemessung. Hier können Sie wählen, ob die Lautheit nur für einen bestimmten Bereich zwischen In und Out oder für die gesamte Sequenz ermittelt werden soll. Wählen Sie den EBU R128 Standard aus und starten Sie die Berechnung mit OK. Mit Idios sparen Sie so enorm Zeit. Die Analyse eines 12 Minuten langen Films dauert in unserem Beispiel weniger als 10 Sekunden. Das Ergebnis kann in LUFS, also Loudness Units Full Scale, oder in LU, also Loudness Units, angezeigt werden. Dabei gilt, ein Loudness Unit Full Scale entspricht einem Dezibel. Der Zielwert ist minus 23 Loudness Unit Full Scale, was 0 Loudness Units entspricht. Für die Audiomischung empfehlen wir eine Anzeige in Loudness Units, denn der Messwert zeigt die Abweichung vom Zielwert an. Zu beachten ist hierfür der Wert, der unter Integriert angezeigt wird. Der Lautstärkemesser zeigt auch Momentan- und Kurzzeitmesswerte an. Diese sind jedoch nur dann relevant, wenn Ihnen der Fernsehsender explizite Vorgaben dazu macht, etwa für die Produktion von Werbespots. In unserem Beispiel zeigt das Ergebnis plus 5.1 LU an. Das heißt, dass die Audiomischung um 5.1 Loudness Units zu laut ist. Wir müssen das Audio daher um 5.1 Dezibel absenken, damit das Endergebnis 0 Loudness Units ist. Damit ist der Pegel dann optimal. Wenn Sie übrigens die Timeline in Echtzeit analysieren möchten, können Sie den Lautstärkemesser einfach über Ansicht, Lautstärkeanzeige aufrufen. Hier kommen Sie zum nächsten Podcast. Abonnieren Sie hier unseren YouTube-Kanal. Mehr Tipps und Tricks gibt es in unserer Idios Podcast-Playlist. Weitere Infos zu Idios, passende Plugins, Lernkurse, aktuelle Downloads und vieles mehr finden Sie auf idios.de.